So, meine Lieben, jetzt kommt das letzte Sternzeichen und damit grüße ich euch sehr herzlich. Hier die Prognose für den Steinbock, sein Sonnenjahr. In der ersten Hälfte 2017 zeigt sich der Steinbock sehr sprunghaft. Schwerfällig sucht er eine klare Linie, denn er möchte leben. Uranus bringt ihm Unruhe, aber auch Lebensfreude und Zuverlässigkeit im letzten Vierteljahr. In der Liebe wird der Steinbock durch Mars und Venus stark herausgefordert. Er benötigt mehr Freiraum. Da heißt es, Ruhe bewahren und sich Grundsatzdiskussionen stellen. Sage, was dich stört und kläre strittige Positionen. Dadurch näherst du dich deinem Partner. Ab September werden deine Gefühle wieder geordnet sein und du entdeckst die Liebe aufs Neue. Gesundheitlich bist du mental sehr stark. Achte darauf, dich sportlich nicht zu überfordern. Meide Zugluft und Kälte und nimm vitaminreiche Kost zu dir. Am meisten bist du bei Erkältungen gefährdet. Doch ab Oktober bist du dank Jupiter bei bester Kondition. In diesem Jahr sind dir deine psychischen Steinbock-Eigenschaften sehr nützlich, nämlich pragmatisch und realistisch vorzugehen. Durch das ständige Ändern deiner Pläne bringt dir Uranus öfters Unruhe in deine Zeit. Behalte deinen kühlen Kopf und handle umsichtig. Das führt dich zu besseren Ergebnissen. Bereits im Januar treibst du ein wichtiges berufliches Projekt voran und Merkur unterstützt dich dabei in vollem Maße. Das läuft im Februar gut voran und du wirst Überstunden machen müssen. Ab Oktober wird deine berufliche Verantwortung durch bessere Konditionen größer werden. Das motiviert dich positiv zum Endspurt des Jahres. Finanziell handelst du vorausschauend und vorsichtig und wirst deine Kosten so gering wie möglich halten. Doch das zeigt sich als sehr schwierig. Durch Jupiter und Uranus kommst du in schwierige Situationen. Doch danach, im November, beschert dir Merkur einen finanziell guten Jahresausklang. Dein persönlicher Engel ist Haniel. Höre seine Botschaft. Vor der Stille solltest du nicht fliehen. Du wirst sie brauchen. Du benötigst dein Radio, weil du glaubst, es verscheucht dir die Angst. Deinen Fernseher, damit du dich nicht alleine fühlst. So ist es mit den Menschen. Sie benötigen den Lärm, damit sie in der Stille ihre Probleme nicht finden, die ihnen ihre innere Stimme zuflüstert. Suche die Stille, damit du das Flüstern hörst und nicht nur der Schrei deiner Sorgen. So, das war das letzte Tierkreiszeichen mit den Prognosen für 2017. Das Sonnenjahr. Dein, euer Sonnenjahr. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Glück in diesem hoffnungsvollen Sonnenjahr. Eure Deria.